Hi, ihr seid heute wieder bei Block of Beef. Corinna ist nicht mehr dabei, dafür bin ich jetzt die Größte mit dabei im Team, die Naya, die heute ein paar Leute interviewt bei Otto Gourmet zum Thema Weihnachtsessen. Mikro und los. Jo. Was gibt es denn dieses Jahr bei dir zu Weihnachten? Dieses Jahr gibt es was ganz Ausgefallenes. Es gibt eine Gans, mit Kartoffeln. Ich glaube, das wird ein Raclette werden aus verschiedenen Geflügel und Filet vom Rind und Schwein. Irgendwas Leckeres auf jeden Fall. Ich denke mal, im Zweifel ein Steak ist am schnellsten und einfach und am leckersten. Höchstwahrscheinlich wie jedes Weihnachten Fondue. Was gibt's bei dir dieses Jahr zu Weihnachten? Hast du dir schon was überlegt? Ja, wahrscheinlich Ente. An Heiligabend Würstchen mit Kartoffelsalat. Am ersten Feiertag eine Gans. Und am zweiten Feiertag einen thailändischen Rindfleischsalat. Als Eigentümer isst man ja dann das, was man selbst vorher nicht verkauft hat. Also von daher gucke ich mal in der letzten Weihnachtswoche, was da ist hier. Nee, aber ich habe tatsächlich über Gänsebrust nachgedacht. Traditionell gibt es bei uns auch immer Fondue. Also das Fondue-Paket ist klassisch, was ich habe. Und dann schauen wir mal. Ja, das weiß ich. Das habe ich mir schon überlegt. Also bei uns wird es dieses Jahr nicht die klassisch gefüllte Weihnachtsgans geben, sondern ich werde die Familie mit einem schönen, gerollten und gemüsegefüllten US-Flanksteak überraschen. Weiß ich noch nicht. Ich lasse mich überraschen, was im Lager übrig bleibt. Bei uns gibt es Weihnachten immer ganz klassisch Burger. Es gibt am Heiligabend wahrscheinlich 1788er. Wahrscheinlich Tenderloin. Mal schauen. Und am 1. gibt es wahrscheinlich ein Schweizer, das Bürgermeisterstück. Aber sind wir uns noch nicht einig, welches Stück wir nehmen. Welches Rind wir nehmen. Wir sind noch in einer schweren Diskussion. Jetzt sind wir hier im Verkauf bei den absoluten Profis. Das sind alles gelernte Köche hier. Von daher, vielleicht kann man sich ja noch mal den ein oder anderen Tipp abholen. Bei uns gibt es ein klassisches Flanksteak vom Herford. Schön. Und eine bestimmte Zubereitung, oder? Einfach niedrig garen, dann nochmal ein Finishing mit reichlich Butter in der Pfanne. Wie es auch im Rezeptheft steht. Weihnachten, vielleicht eine leckere Gans von Otto Gourmet. Also ganz klassisch, lieber bleibst du an Weihnachten? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Na gut, dann. Vielleicht mit Knödel und Rotkohl. Also gestern hat der Bote hier ein schönes Filet Wellington gemacht. Wäre schon eine tolle Sache, habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Und wir bereiten gerade noch für eine Gesellschaft noch was vor, für eine Veranstaltung. Und da haben wir gerade ein paar von diesen Tiefsee-Langustenschwänzen. Und da habe ich gerade noch zum Kollegen gesagt, das wäre noch was für Weihnachten. Was gibt es denn bei dir dieses Jahr zu Weihnachten? Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin eingeladen bei meiner Mama zum Adventsessen, zum Sauerbraten. Weihnachten wird es auch bei meiner Mama oder bei meinen Eltern wird gefeiert. Ich weiß noch nicht, was es gibt. Mama, wenn ich kochen soll, sag mir vielleicht rechtzeitig Bescheid. Ansonsten lasse ich mich gerne überraschen. Alles klar.